Ich glaube, ich muss auch noch. Ich habe kein Dingsy mehr zum Schneiden. Kein Video mehr zum Hochladen. Und ich habe vergessen, mir ein Ausrufezeichen YouTube-Command einzurichten. Ich Trottel. Weil dieses Fräulein hier produziert auch auf YouTube-Videos, beziehungsweise verwertet die im Stream gestreamten Sachen und schmeißt sie auf YouTube. Zusammengeschnitten und so, gerade die Mahlstrom-Arena. So, wir können ja in der Zeit, wo wir darauf warten, dass wir für die Inni angenommen werden, Errungenschaften machen. Ja, Ruhmesgeschichten ist mir Gefährten, mache ich auch gerade nicht. Das hier, schließt die Quest endlich Frieden ab. Willkommen, Abenteurerin. Wenn ihr Arbeit sucht, hervorragend. Sir Charles, ein alter Ritter vom Orden des Albatros, sucht jemanden, der jünger und fähiger ist als er selbst und sich in die Ruinen der Todesmutfeste wagt. Sammelt... Ich habe keine... Das hängt davon ab, für wen... Da, begonnen. Endlich Frieden. Ja, leck mich, ey. Es ist einfach eine Daily. Es ist einfach eine Daily. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen, ne? Ach, da hinten. Okay, ich hab's gesehen. Das da. Nee, ich frühstücke nicht. Wenn ich nach dem Aufstehen direkt esse, dann kommt das Frühstück wieder auf dem Weg raus, wo es reingekommen ist. Ja, ich bin heute aber auch erst um, keine Ahnung, 20 nach 9 aufgestanden. Ich habe bis 9 durchgepennt. Was für Pillen? Pillen wegen deiner Dingsy? Hallo Nessie! Quack! Ich hab's immer noch nicht gefixt, sorry. Ein Putt-Putt. Putt-Putts sind toll. War das Putt-Putt da? Ich hab's gerade nicht gesehen, aber war es da? War da, okay. Weil es spackt auch manchmal rum. Das ist ein Spieler. Okay, sorry, Spieler. Ja, ey, ich hab mich auch. Also, ich bin um 9 zu meinem Wecker aufgewacht. Und ich, bin halt auch echt noch hart groggy. Ich hab aber so gut gepennt wie schon lang nicht mehr. Das war. Oh. Das war schön. Alles klar, Nessie. Pass auf dich auf. Hochinsel, Hochinsel, Hochinsel. Da. Oh, wie keiner da. Muss ich ja durch den ganzen Dungeon zurücklaufen. Verdammte Scheiße.
So. Quest abgeben. Leider habe ich für heute schon alle auf. Wie, du hast deine Service-Karte verloren. Wer fehlt noch? Springt vom höchsten Punkt der Insel? Uff. Ich hatte sie im Bad, habe ich einen Sieb. Oh, Gott sei Dank, Nessie, ey. So, und das ist Grauensägeriss auf Bett. Besiegt Buchrecker und Buchbrecher und Sägeresseln innerhalb von 15 Sekunden. Die kann man innerhalb von 15 Sekunden kaputt machen? Das sind Bosse. Boss innerhalb von 15 Sekunden schlachten? Sag mal, ESO. Jerus Gewölbe, das ist doch bestimmt hier irgendwo. Da ist es. Das heißt, hier ist irgendwo ein Druidenschrein. So, nee, warte mal. Ist das der Druidenschrein? Ja. Nice, ist ja eingezeichnet. Warum nicht gleich so? Ja! Hui! Da ist er. Tada! Springt vom höchsten Punkt der Insel. Was da? Ah ja, ist auch eingezeichnet, stimmt. Ich vergesse immer, dass ich ein Addon für sowas habe. Ey, jetzt will Microsoft schon wieder, dass ich Windows... gib mal deine Meinung, Marie, soll ich? Also ich beschwere mich nicht. Ich habe mein Windows 11 jetzt so aussehen lassen, dass es... Also es sieht nicht genau wie Windows 10 aus, aber es lässt sich so bedienen wie Windows 10. Und das habe ich gemacht. Und seitdem ist das okay. Möchte behaupten, dass das hier der höchste Punkt der Insel ist. Ah, hier liegt sogar ein Buch. Hui! Ha! Errungenschaft. Nice. Fehlt nur noch die... Jetzt habe ich... Weil mein Problem ist sehr, ich habe Angst, dass es mehr OBS oder so zerballert. Hat es bei mir nicht. Bei mir jetzt gar nichts zerballert. Und du musst halt auch bedenken, du hast diese kostenloses Upgrade von Windows 10 auf 11 hast du nicht für immer. Das verfällt irgendwann. Ich weiß nur nicht wann. Also bei mir hat es nichts zerschossen und bei meinem Freund auch nicht. Ja, kann ich verstehen, aber dann solltest du es zumindest kurz bevor es ausläuft, dass du kostenlos upgraden kannst. Schicke ich dir gleich einen Link, weil das eine war ein bisschen komplizierter. Und ich habe halt die Taskleiste aus der Mitte wieder linksbündig gemacht und so weiter und so fort. Weil mir das, ich mag das nicht, dass die Taskleiste in der Mitte ist, standardmäßig. Aber es kann man auch so umstellen. Und das Dropdown-Menü, wenn du irgendwo einen Rechtsklick drauf machst, habe ich auch gemacht. Habe ich auch anders gemacht. Also es war einfach nur Gewohnheitssache. Ne? Und das Dropdown-Menü habe ich so gemacht, dass es wieder ist wie in Windows 10. Weil bei Windows 11 musstest du dann irgendwie... unter den 300 Optionen dann noch mehr Optionen anzeigen und dann sah es erst aus wie bei 10, um das alles zu sehen, was du sehen musst. Das fand ich ein bisschen kacke. Nee, ist keine Großstellung. Ist keine große Umstellung. Ja, solange du kannst und es dir kostenlos gemacht wird, mach es halt dann, wann du möchtest. Du solltest es halt nur gemacht haben, bevor es dann nicht mehr kostenlos ist. Einen Zahn zu, Knappin. Wir müssen zum nächsten Abenteuer. Wohin führt euer Gekritzel? Gekritzel?
Ich musste die Karte zeichnen, weil ihr von der Straße abgewichen seid, um einem ausgedachten Drachen hinterher zu jagen. Es ist nicht meine Schuld, dass wir uns verlaufen haben. Was denn? Wart ihr abgelenkt durch meine Pracht? Erkennt ihr den Helden, der vor euch steht? Meine Taten mögen bescheiden gewesen sein, doch mein Name lebt in Liedern weiter. Glaubt mir. Und jetzt sind meine Knappin und ich unterwegs, damit die Barden noch mehr zu besingen haben. Ach du Scheiße, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Nur ein kleiner Rückschlag, wie ich euch versichern kann. Wir wollten eine Banditenbande aufhalten und unsere Namen berühmter machen. Doch dann erzählte mir ein reisender Druide von einem Drachen. Und da hat mich die Begeisterung übermannt, wie ich zugeben muss. Sei's drum, wir werden schon bald eine große Schurkerei finden. Sie ist wütend auf mich. Sie meint, ich hätte keinen Proviant für diese Reise besorgt. Proviant! Wer muss schon etwas essen, wenn Abenteuer vor einem liegen? Ihre Fertigkeiten sind lobenswert, doch sie hat immer noch viel zu lernen. Deshalb ist sie die Knappin und ich bin der Ritter. Aha. Spielt es eine Rolle? Das Böse muss besiegt werden, wo immer wir es finden. Ansonsten wuchert es zu einer Wucherung heran. Oh Gott. Meine Knappin hätte sicher ein gutes Bild dafür gefunden. Du Scheiße. Falls ihr vorhabt, uns auszurauben, wir haben nur noch Krümel. Der Ritter, der da ist, hätte eigentlich den Überblick über unsere Vorräte behalten sollen, doch ich glaube, seine Eitelkeit lässt ihm das Hirn verfaulen. Ich muss nur irgendeine Art von Abenteuer für ihn finden, damit wir unsere triumphale Rückkehr feiern können. Er will einfach nichts tun, um Leuten zu helfen. Wir haben 3 Dörfer ihrem Elend überlassen, weil ihre Schwierigkeiten nicht grandios genug waren. Ich bin halt versucht, irgendeinen großen Bösewicht zu erfinden. Einfach nur, damit er einen Antrieb zum Kämpfen hat. Piraten? Ja, das würde er auf jeden Fall glauben. Zudem bin ich mir sicher, dass wir dieser Tage an jeder beliebigen Küste ein paar Piraten erspähen werden. Und es wäre ja nichts Schlechtes, wenn ein paar Händler bei mir, ich meine bei uns, in der Kreide stünden. Alles klar, damit kann ich arbeiten. Alles klar, gern geschehen. Nun knapp hin. Wisst ihr, wo es jetzt hingeht? Geht voran, ich folge. Kann ich das? Schade. Wollte ihn gerne mit dem Schlammball abschmeißen. Erinnert ihr Nariu? Euch an diesen Vorfall an der Goldküste? Diese Sache mit dem Süßkringel und den Schicksalsträgern? Ja. Ich habe eine weitere Botschaft erhalten. Nein, das war mehr eine Warnung. Und eine eher enttäuschende, was das anbelangt. Er hat neue Klamotte an. Die vorherigen Notizen in einer feinen Leckerei eingewickelt. Diese hier kam einfach in einem Umschlag. Doch sie war nicht nur für mich. Sie war auch an euch adressiert. Oh, nichts allzu Schreckliches. Nur, dass wir womöglich den Verlauf des Schicksals abgeändert haben, aber die eine Gefahr durch eine andere ersetzt wurde. Ja, dann viel Spaß, Nessie. Die Flammen sind zu Schatten geworden. Eine sich ausbreitende Finsternis, die Welt verschlingen wird. Es ist irgendwie schön. Gruselig, aber schön. Nicht eine verdammte Sache. Das ist nur noch mehr von diesem Schicksalsträger-Unsinn. Unheimliche Vorhersagen, die den Leser verunsichern sollen. Aber Nariu Virian gruselt sich nicht so leicht. Und ihr auch nicht. Passt für eine Weile trotzdem auf euren Arsch auf, wenn Schatten trainiert. Nur zu sie hat Arsch gesagt. Da ist sie doch. Zehn Millionen Leben, ja moin. Und es hat Platz gemacht.
Boah, die ist voll die heftige. Ja, der Random kommt vielleicht gerade richtig. Entschuldigung. Da kommt noch einer. Oh, ich glaube, die ist sauer. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber ich glaube, die ist sauer. Alter, ist das krass, ey. Das habe ich nicht erwartet, als ich diese Errungenschaft gesehen habe. Hallo, lässt du mal meinen Bastian... Ah, man kann hier unterbrechen. Voll gut. Und ich glaube, sie steckt da fest. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ah, shit, jetzt ist sie aus meiner Ulti rausgelaufen. Das war ein One-Hit. What the fuck? Oh, Bastian, nicht sterben jetzt. Nein, die hat sich resettet. Oh, shit. Ich mach das. Ich mach das. Ich sollte vielleicht nur nicht kuscheln. Da hat noch einer gecheckt, dass man die unterbrechen kann. Ah, ja, da habe ich nicht rechtzeitig gedodged. Aber die sollten so lange überleben, bis ich wieder kein Geist bin. Und ich hab gedacht, ich kann die alleine machen, weißt du? Das ist halt einfach mal der Drache aus Elsweier. Shit, zu spät. Warum unterbricht die denn keiner? Die stehen alle näher dran als ich. Und die Pets können das auch. Wuhu. Lass mich. Mich voll heilen. Danke. Zu freundlich. Mach doch kaputt da!
Na, shit. Oh, Digga, du bist gerade der Einzige, der steht. Bitte überlebe. Das sind 4%. 3, 2, 1. Mach sie doch bitte kaputt. 1, 1, 1. Ja, Mann. Boah. Das war jetzt wild.